Wie erwacht, waschen und kämmen später. Aber ich habe was Wichtiges hier gelesen. Das ist das Waschbecken von unten. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Gedanken zum Tag nehmen nicht so wichtig. Was man hat gesagt, ob der noch lebt, weiß ich nicht. Ich wiederhole, nimm dich nicht so wichtig. Ne? Mich hat er gemeint, und das hat mir auch niemand zu mir gesagt, 12. Oktober 2022. Ich sitze auf dem Heiligen Stuhl und zitiere. Voreiligkeit zügeln. Das ist die Überschrift. Voreiligkeit zügeln. Wenn wir hastig und unüberlegt reden oder handeln, verlieren wir Übersicht und Toleranz. Übersicht und Toleranz. Besonnen und tolerant zu sein, ist ein Ziel, auf das ich täglich hinarbeiten muss. Also muss, ich muss nicht nur aufs Klo, sondern ich muss auf die Toleranz hinarbeiten, steht hier. Ich bitte Gott, wie ich ihn verstehe, mir zu helfen, liebevoll und tolerant zu den Menschen, die ich liebe und mit denen ich engen Kontakt habe, zu sein. Kommt Gott drin vor, so wie ich ihn verstehe. Ne? Toleranz, zu sein. Wieder Toleranz, also das ist ein wichtiges Wort, aber keine Toleranz den Intoleranten, heißt logischerweise auch. Ne? Das ist was anderes. Jetzt geht's weiter. Ich bitte um Führung, um meine Zunge zu zügeln, wenn ich erregt bin. Und ich nehme mir einen Moment Zeit, um mir das Gefühlschaos bewusst zu machen, dass meine Worte vielleicht nicht nur für andere, sondern auch für mich selbst verursachen. Also Gefühlschaos ist ein Wort, worüber man nachdenken könnte, bei anderen und bei mir selbst. Also langsam, immer mit Ruhe, ist das Wichtigste zuerst. Jetzt geht's weiter. Gebet, Meditation und Inventur sind für mich der Schlüssel zu gesundem Denken und positiven Handeln. Stimmt, also eine E-Mail war zu früh, zu schnell. Das gebe ich tatsächlich zu. Ne? Also man kann auch mal was zugeben. Allerdings ist es so, dass ich in dem Zusammenhang auch einiges hinnehmen musste, was nicht so schön war. Gecampt bin ich ja nicht, das mache ich gleich. Waschen und Camp kommt noch am 12. Oktober. Und Zunge zügeln habe ich schon verstanden, deswegen entlasse ich Sie jetzt mal in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Einen Mittwoch gibt es mit Arztbesuche wahrscheinlich. Und weiterhin Krankenstand. Entweder zahlt die Krankenkasse, die Rentenkasse, die Kranken- oder die Arbeitslosenversicherungskasse oder der Arbeitgeber. In diesem Sinne, tschüss.